Weißt du, bei Basti ist es immer so viel heiße Luft. Willkommen zu Monopoly, dem perfekten Spiel für Groß und Klein, bei dem es nicht darum geht, möglichst kluge Schachzüge zu verwenden, um seine Mitspieler in den finanziellen Ruin zu treiben, sondern so lange hin und her zu handeln, bis einer Schwäche zeigt und dem Psychoterror seines Gegenüber nachgibt. Let's meet the players. Basti, a.k.a. Maxi, a.k.a. Berti, a.k.a. Der Hut. Abfahrt. Jungs, ich wünsche ein gutes Gelingen. GG, Jungs. Ich hasse euch jetzt schon. Gleichstand, Berti. Oh, nee, Alter. Cool. Was? Sus. Just sus. Sich an sich nicht. Was? Schiebung. Was? Schiebung. Habt ihr... Der so lieb. Zweimal kennt ihn. Wow, pass auf, dass du dich hinfällst. Hallo. Vor allem dafür nochmal. Au! Oh. Ja, noch! Bitte geh ins Gefängnis, du Hundesohn. Das gibt eine Anzeige. Nein, das ist Berliner Straße, glaube ich. Oder Wiener. Ja, Schmutz. Berliner oder Wiener. Berliner. Der Schwitzer, der die Straßen kennt. Der Finanzboss. Ey, Mann. Nur weil Basti so ein schlechter Monopoly-Spieler ist. Ja, doch die Schraube. Du hast Maxi. Du hast Maxi Gelb einfach geschenkt bei der Auktion und dann noch ein halbes Ball. Berti, mach du doch was dagegen. Wieso hast du ihn denn nicht aufgehalten? Mit meinen 102 Dollar, ja, was soll ich denn tun? Siehst du's? Siehst du das Problem? Ich will, mir ist egal, du wenn Maxi gewinnt. Du bist so ein typischer deutscher Harzer, Digga. Du hockst daheim auf deinem faulen Arsch, hast nichts und willst dann, dass die anderen dir das Geld in den Arsch schieben, ne? Aber bis zum Anschlag. Ja, Mister, ich kaufe keine Grundstücke und laufe so lange im Kreis, bis alle Leute mich mit Zehnern auseinandernehmen. Ja, und ich achte auf mein Guthaben, achte du auf deins auch, okay? Kackspast. Ja, du gibst dein Geld jetzt nämlich direkt wieder ab. Mir ist es einfach egal, ob Maxi gewinnt. Ich will einfach nur länger als Basti leben. 200 Schulden. Ja, du kriegst Geld und gleich wieder weg. Monopoly macht mit euch wieder gar keinen Spaß, Digga. Drücke vor bis auf los. Nein! Ich hab mich verdrückt. Ich hab mich verdrückt. Ich hab mich verdrückt. Basti, weißt du noch, wo ich damals dich vor Macron gerettet habe? Ja. Du hast mich schon, wenn ich jetzt auf Maxis 800er gehe. Berti, ich könnte dir unter die Arme greifen, wenn du es anders nicht stemmen kannst, ja. 7. Aaron, Mann. 2. Ja! Berti, was ich gerade gesagt habe, ne? Ich war betrunken. Wenn ich jetzt auf Maxis komme, ist es vorbei übrigens. Das sieht schlecht aus. Vorbei übrigens. Das sieht ganz schlecht aus, Basti. 900. Easy. Ich glaube, er hat uns an der Stelle, ich Basti. Ich bin so ein Gott. Basti, du hast das. Okay. Ich glaube an dich. Berti gibt alles auf. Oh, ich habe aber kein Eigentum, das ich dir jetzt geben kann, wenn ich bankrott gehe, Maxi. Oh nein. Hä? Ich muss jetzt wegen den Hypotheken eigentlich zahlen, aber ich habe keine 3. Berti, ich brauche Bargeld. Beachte deine laufenden Ausgaben, ist doch klar. Okay, Berti, du bist. Ich hänge. Kannst du Kreis drücken? Kann ich Kreis drücken? Nein, ich kann nichts drücken. Niemand kann Kreis drücken. Top. Kein Gewinner. An der Stelle hat sich das Spiel verabschiedet, Jungs. Gute Nein. Leider wissen wir nicht, wer gewonnen Schade. Hätte. Da müssen wir beenden. Aber es wird auch nicht. Es wird nicht mehr und es wird nicht. Was? Ich habe das Gefühl, Alex, wenn du jetzt anfängst, bist du mit der Story Jungs, vor mir kann fertig. Nicht würfeln. Ja, du hast die Verbindung zum Spiel verloren. Ah, perfekt. Machen wir ein schnelles Spiel, oder? Monopoly, Mann. Zehner? Aber mit Pasch. Jetzt schmuggelst du den Monopoly-Mann bei Berti rein, sodass er ihn vögeln kann und freikommt. Gut gemacht, Bassi. Scheiße. Danke, Basti. Schon wieder der Monopoly-Mann. Monopoly-Mann. Elfer. Was? Ist ein... Wo ist er denn gelandet? Der Mondbär. Wie bin ich Warte kurz. Ende. Oh, Jesus. Warte, ist das die letzte gelbe? Das ist die letzte, ja. Ja! Ehre, Maxi. Wir sind gefickt. So, also, schauen wir mal die Statistik. Basti hat die zwei teuersten Straßen und die rote Straße. Maxi hat die gelbe Straße und die drei billigsten Straßen. Und Betty hat orange. Egal. Irgendwas Kurzes, Kleines, wo ich nicht weit weg muss. Ja, genau. Bisschen fahren. Nur ein bisschen. Ich will nicht. Kleines, Maxis Schwanz.
würde ich dich gern für verklagen. Ja, also sonst hätte er tatsächlich 6 gewürfelt, Alter. Ah, Digga, das sieht so schön aus. Ich bin reich und habe gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, Maxi. Porsche Cayman S, Jungs. No way! Wenn Bert jetzt anfangen darf, dann hat er mit dem Monopoly. Dann hat er mit dem Monopoly-Mann geschlafen. Ja! Oh mein Gott! Ich bin's, Berti. Was geht ab? Ich bin's. Und der nächste Bahnhof, Mann. Bahnhof in den Man. Scheiße, Alter. Berti und die Bahnhöfe. Bahnhof Berti. Si, señor. Aber schon. Alter, der kriegt den nächsten Bahnhof. Bahnhof in den Man. Er kriegt 3 Bahnhöfe. Welcher fehlt mir denn noch? Oben in der Süd, oder? Ich freu mich an erster Stelle einfach für Mehmet, Digga. 3! Oh mein Gott, ja! Ich mach den Parasitenboss. So, Jungs, ich glaube, wir sind hier jetzt eine Interessensgemeinschaft bei Orange. Ey, Berti, du kriegst von mir Grün und ich krieg von dir Orange und Cash. Du willst... Orange und Cash, was den Wert ausgleicht. Und wenn nicht, kannst du die Also das ist... Was für ein Scheißdeal ist das? So, wer hat da noch Gelb? Basti hat Ich glaube nicht, dass ihr das geben wird. Nein, Nico, ich bin noch an meiner Sammlung. Ich werde es noch nicht verkaufen. Vielleicht später. Eine Ewigkeit später. Wenn man das ja eh schon ausgewählt hat, kann man es ja mal vorschlagen. Also Nico, bei dem Angebot, da kann ich auch... Was? Du bist so ein... Oh, du bist so ein fucking... Das war einfach jetzt ein Angebot, das konnte ich nicht ablehnen. Wir sterben alle wieder an Gelb. Er hat 1000, er wird jetzt einfach 3 Hotels dahin klatschen. Basti, du hast das Spiel kaputt gemacht. Wir sterben alle an Gelb. Aber Jungs, das war's mir einfach wert. Basti, du kannst mir Orange geben, dann sind wir uns quitt. Was? Warte, Basti. Mach einen Handel mit mir. Ich mach dir einen super Deal. Ich hasse Berti. Er will dich abziehen. Ich kann nicht mehr. Er will nur mir schaden. Ihr wollt mich doch absolut flachsen, Digga. 6er. Hey, das ist die letzte rote. Oh mein Gott. Jetzt kannst du mit Basti handeln, Berti. Nee. Warte, was? Ja, Maxi hat schon ein rotes. Das bedeutet, Basti hat dann 2 rote und will sich das dritte von Maxi erwerben und Max. Ja, dann haben alle 3 bis auf ich. Nein, danke. Ja, nur weil du das Grüne noch nicht hast! Ja, ganz genau. Wenn ich das Grüne habe, dann können wir drüber reden. Ey, du bist so ein Penner. Okay, dann kaufe ich mir jetzt Basti, das Grüne. Basti, wenn du... Dann ist ich mich ein und dann kriegst du es nicht, Arschloch. Berti, gehen wir dann jetzt an die Verhandlung. Können wir dann jetzt bitte trainen, du Hund. So, Berti, willkommen. Das sind dann so die Drogenbarone, die aus dem Knast ihre Dienste... Ich operiere hier. Das macht Basti jede Scheiße. Guck mal, du kriegst sogar Bargeld. Was ist das für ein beschissener Bait? Du bist knapp bei Kasse. Ich hab hier was für dich. Wie lautet Ihr Angebot? Ey, Berti, du bist so... Berti! Geht jetzt hoch? Was? Und treffen uns beide Hälfte. Ich komm dir entgegen, okay? Ja, ich dir auch. Ey. Sollte sie wegmachen, ja, dachte ich mir doch schon. Es geht nicht höher als 115, Berti. Mehr werde ich nicht machen. Ich kann ja noch ein Gegenangebot machen. Ey, nein. Ich hasse ihn. Letztes Angebot. Schade. Höher geht's nicht. Nachfrage besteht, da gibt es. Die Sache, es geht nicht um das rote Feld. Es geht dir doch um das orangene Feld, Basti. Hör auf zu labern und nimm den scheiß Deal an. Ich! Maxi, erst wenn Berti... Und du handelst mit mir. Gemacht hat. Fick dich. Nein. Fick Maxi, dich. Erst wenn Berti's gemacht hat, sorry. Wie mit mir einfach keiner handeln will. Nico, du hast nichts zum Handeln. Nico, was willst du denn handeln? Ich bin offen für Gespräche. Ja, will jemand die Maxi, Straße? Erst wenn Berti's gemacht hat. Berti wird's nicht machen!
Hast du es nicht verstanden? Wir werden willkommen zurück. Damit Maxi jetzt sich ein bisschen entspannt, okay? Berti, 150. Wir klären das jetzt erstmal so, nein. Okay? Maxi, dann kann ich leider nichts machen. Hey, Mann. Das, ich habe am Anfang 200 gesagt und du hast mich sehr aufgeregt. So. Okay, Maxi, Berti ist uneinsichtig, deswegen ich schlage ihm jetzt den Deal so vor. Du musst wissen, ich habe das Geld. Wenn er jetzt noch ein Gegenangebot macht, ich müsste, um das Geld abzuheben, das Konto auflösen. Das kann ich leider nicht eingehen. Schade, Maxi. Also Bettys Buchführung ist was schief gegangen. Es geht leider nicht. Können wir nicht einfach ganz normal spielen? Nein, du musst auch nicht so lange hin und her tun. Ich hasse alles. Weißt du, bei Basti ist es immer so viel heiße Luft. Jetzt besitzt er schon einen Klaus und muss trotzdem zahlen. Was siehst du doch nicht? Du kommst doch eh wieder auf deinen Bahnhof. Ich hasse so ein Lacker. Der hat doch echt mit dem Typ da gepennt. Wenn ich jetzt auf Grün komme, erkläre ich bankrott und deinstalliere das Spiel. Maxi ist raus an der Stelle, Jungs. Schön gespielt zu haben. Warte, du kannst es aufbringen. Aber du deinstallierst es nicht wirklich, oder?